Hallo und willkommen oder willkommen zurück. Unsere Tour entlang der niederländischen Küste geht weiter. Wir fahren über den Abschlussdeich des Eiselmeers. Zurzeit werden hier Bauarbeiten durchgeführt. Deswegen Bilder von früheren Reisen. Das Eiselmeer auf der einen und das Wattenmeer auf der anderen Seite. Das Eiselmeer ist der größte See der Niederlande. Der 1932 künstlich entstandene Süßwassersee entstand durch Eindeichung und besteht aus einem großen Teilgebiet der ehemaligen Meeresbucht Zuiderzee zwischen Friesland und Nordholland. Der See ist benannt nach seinem Hauptzufluss, der Eisel. Der Abschlussdeich hat eine Länge von 29 Kilometer und ist 90 Meter breit. Darüber führt die Autobahn 7. Unser erstes Ziel an diesem Tag ist Den Helder. Hier halten wir für eine Hafen- und Stadtbesichtigung an. Den Helder liegt an der nördlichsten Spitze der Halbinsel Nordhollands, etwa 80 Kilometer nördlich von Amsterdam. Von hier aus startet die Autofähre nach Texel. Im Museumshafen Wilhelmsort am Marinehafen befindet sich ein Parkplatz und ein kleiner asphaltierter Stellplatz. Die Gebühr von 15 Euro pro Nacht wird beim Hafenmeister entrichtet. Stromsäulen sind vorhanden. Eine saubere Fähr- und Entsorgung mit Bodeneinlass und ein Sanitärgebäude sind ebenfalls vorhanden. Hier haben wir nur von außen gefilmt, da wir nicht übernachtet haben. Für die Benutzung wird eine Karte ausgehändigt. Wir spazieren über das Außengelände des Marinemuseums. Dies ist ein Rammschiff, gebaut im Jahre 1868.
Es diente bis 1906 der Küstensicherung der Niederlande und wurde danach als Wohnschiff verwendet. Das Minensuchboot Abraham Crisens wurde 1936 erbaut. Die Bonaire ist seit 1996 in Den Helder zur Restauration. Das niederländische Feuerschiff Texel No. 10 wurde 1951 erbaut und stand bis 1992 im Dienst. Jetzt kann es als Museum im Hafen besichtigt werden. Wir verlassen Den Helder und fahren weiter bis Julianadorp. Hier auf dem Platz unterhalb des Deiches bleiben wir 3 Nächte. Der Strand ist fußläufig in 10 Minuten erreichbar. Wir machen lange Spaziergänge am Strand entlang und durch die Dünen. Am menschenleeren Strand lassen wir die Drohne steigen und werden mit tollen Aufnahmen vom Wasser belohnt. Nordholland ist bekannt für seine Narzissen- und Tulpenfelder. Hier ein Blick von oben über die blühenden Narzissenfelder. Leider waren wir in diesem Jahr etwa 14 Tage zu früh da. Die Tulpen waren noch nicht zu sehen. Hier die Bilder aus dem letzten Jahr über die blühenden Tulpenfelder.
Selbst bei starkem Wind steht sie wie eine Eins. Eine niederländische Stärkung im Strandpavillon. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Lasst gerne ein Abo da und seid weiter mit dabei. Bis zum nächsten Mal, immer gute Fahrt!